Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, zu meinem Follow My Weekend. Wir haben heute Samstag und ich bin mega gut drauf, weil die Sonne scheint des Todes. Wir hatten die letzten 2 Tage so ein Kackwetter und mir ging es so schlecht. Heute wird besser, wir haben es jetzt 8 Uhr. Mein Baby wird gerade wach. Gehen wir mal holen. Mama, Schatzi! Schatzi! Wer weint denn hier so? Hallo! Guten Morgen, Achi! Guten Morgen! Hast du gut geschlafen? Und dieser Blick? Ja? Wir machen jetzt das Einhorn. Guck mal, was für tolles Wetter ist. Endlich scheint die Sonne wieder. Endlich! Nachtlicht müssen wir auch noch ausmachen hier. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und das mal sauber machen. Du setzt dich immer sofort hin hier, ne? Hinsetzen. Kann ich aber nicht deine Windel wegschneiden, Schatz. Lass uns jetzt wieder Waschlappen aussortieren. Die habe ich aber gerade so schön da reingesteckt. Wir müssen eine neue Windel machen. Wow. So, mein Schatz. Zack, da kannst du ein bisschen noch spielen. Kannst du noch spielen ein bisschen? Weil dann schneller brauchst du nicht mehr. Bist fertig mit Schlafen. Dankeschön. Dann kannst du mir aber auch was erzählen, ne? Erzählen! Erzählst doch so viel! Ich bin auch müde! Ich habe bis heute Nacht um 12:30 die Dreads reingeflechtet bekommen. Aber ich bin so glücklich, dass ich sie jetzt wieder habe, weil ich habe sie so sehr vermisst. Na? Du stehst wie eine 1. Ich freue mich so, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich über das schöne Wetter freue. Werden wir jetzt mal was frühstücken. So, ich mache uns jetzt hier mal so eine kleine Obstschale. Ich habe das erste Mal seit langem wieder einen Granatapfel gekauft. Ich würde mal gerne wissen, ob Julie das mag. Und das mache ich jetzt mal. Mein Kind ist super gelaunt. Super gelaunt am frühen Morgen. Ironie. Ja. Hörst du jetzt auf? Mal Granatapfel probieren. Guck mal hier. Trotz sauer scheint zu schmecken. Für mich? Ich bin ja nicht getroffen. Entschuldigung, ist ein Riesenmund. Und dieses kleine Krümmelchen muss da rein. Ach, das ist deiner jetzt, ja? Und ich? Und die Mama? Ah! Endlich eine angekommen. Ah, hier wurde gerade wieder ganz viel geweint. Zähne putzen heißt Julie, nämlich wie die Pest, ne? Aber die Mini-Zähne müssen ja auch ein bisschen geputzt werden. Muss man sich ja drin gewöhnen, dass man das jeden Tag macht, ne? Super machst du das, Schatz. Sag mal, hallo, bist du schon wieder bereit? Für draußen? Nein! Siehst aber so aus. Aber das ist auch noch so ein T-Shirt, was wir von Lilimo bekommen haben. Das haben wir jetzt heute das erste Mal an. Ah, das ist so süß. Ich finde, das kann auch ein Junge tragen. Da sind so Dackel drauf. Bist du ein kleiner Dackel? Julie, bist du ein kleiner Dackel? Na, bau, 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 bau. Bau, 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 bau. Meine merkwürdige App sagt, wir haben nur 12 Grad draußen. Es sieht aus, als hätten wir schon 25 oder so. Wahrscheinlich ist im Schatten auch noch richtig kalt. Ich werde Julie auf jeden Fall gleich eine Sweatshirtjacke drüber ziehen. Und ich glaube, ich kann mir mein Kleidchen an den Hut stecken. Ich glaube, ich muss mich nochmal umziehen. Na, hat das Baby noch ein bisschen Durst auf Milch? Ist gerade keine Zeit gehabt, ne? Na, Schatzi?
gerade keine Zeit gehabt, hast die ganzen Spielsachen gesehen, da war mir nicht so wichtig, ne? Boah, aus der Perspektive siehst du ganz schön big aus, mein Schatz. Bist du aber ja gar nicht. Boah, guck mal. Ja, Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung. Ist denn gemütlich, ja? Na, frühstück du mal fertig, mein Schatz. Wir gehen jetzt auf den Spielplatz. Ich würde eigentlich mega gerne die Trage nehmen. Nur es ist halt so blöd, weil ich noch Sandspielzeug mitnehme und die Kamera und dann muss ich die Trage nehmen und noch die schwere Tasche. Schwere Tasche. Und die Trage ist auch unten in meiner Kinderwagengarage. Ich guck gleich mal. Nee, also echt nicht unterschätzen. Die Jacke brauchen wir auf jeden Fall. Im Schatten ist auf jeden Fall richtig frisch. Und die Trage hatte ich doch oben. Ich denke mal, die werde ich dann heute Mittag auf jeden Fall mal benutzen, wenn wir einen Spaziergang machen. Es ist gar keiner hier auf dem Spielplatz. Ist aber nicht schlimm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es kalt ist. Es ist sehr angenehm. Der Sand ist noch, der ist nicht mehr nass, aber der ist halt so hart, weil es gestern Mittag halt geregnet hat. Aber ich habe gefühlt, ist auch nicht, jetzt nicht super kalt. Kann man gut drin sitzen. Und wir spielen jetzt hier ein bisschen. Sand ist jetzt gut hart, ne? Wenn der Sand jetzt so nass ist oder beziehungsweise so hart ist, ist das super. Brauchen wir den weichen Sand gar nicht zur Seite schieben, können direkt eine Premium-Burg bauen. Ha! Pass auf, ich zeige dir. Super! Klopfen! So, guck mal, jetzt stürzen wir um. Guck mal. Bums! Guck, jetzt klappen. Da ist das Ding. Nein! Zerstört alles wieder. Alles zerstört. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ist schön. Aber besser mit der Jacke. Oh, halbes Stündchen hier. Sieht noch schön aus, aber da, Regenwolke, Gewitter ist angesagt. Also schnell alles zusammenpacken. Eben nochmal einkaufen gehen. Und dann Mittagsschlaf. Schätzi, wie sieht's aus? Ich habe den Tisch gedeckt. Wollen wir noch mal ein zweites Frühstück machen? Ja. Ja, die ist zu. Das ist richtig. Die ist zu. Hast du zugemacht. Kann man aber auch wieder aufmachen. Die tun wir mal jetzt weg. Was hier mit? Was trinken? Hm? Ich habe, wie gesagt, jetzt noch mal den Tisch gedeckt, weil wir haben heute Morgen den Obstteller gehabt. Ist auch lecker, aber es hält halt nicht sonderlich lange an. Julie macht jetzt gleich einen Mittagsschlaf, deswegen ich habe mir noch mal ein Brötchen geholt und ihr eine Laugenstange. Das Salz mache ich ab. Es gab aber bei Penny keine normalen Brötchen mehr, waren alle leer. Haben alle schon weggefrühstückt. Kommt mit ihrem Löffel. Jetzt ist sie weg. Tschüss, auf Wiedersehen. Schlaf schön. Ich will auch ins Zelt. Ja, doch, jetzt komme ich noch. Mach Platz für den Riesenkopf. Ich komme hier gar nicht rein. Oh. Was hast du mit deinem Löffel? Willst du mich füttern oder was? Das war eine doofe Idee von mir, das Stativ in den Sand zu stellen. Jetzt kann ich das nicht mehr richtig hier einrasten. Kacke. Habe ich kaputt gemacht. Die Mama muss kuscheln. Ja. Ist auch wichtig. Kuscheln. Ja. Da. Wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Hi. Hi, sagt die. Ja, deine Haare sitzen, Schatz. Alles gut. Guck mal, keiner mehr drin, ne? Wer war das bloß? Wer war das? Julie, du hast eine Sockenallergie. Kann das sein? Wo sind schon wieder deine Socken? Hier ist ausgezogen, ne? Warum? Hä? Keiner mehr drin.
Also wenn ich du wäre, ne? Ich würde ja da meinen Mittagsschlaf machen, wenn ich mir das aussuchen könnte. Ja. Ja, ich bin so müde. Ich bin so müde, Schatzi. Komm schnell. Spielen. Komm. Ja. Damit spielen. Boing. Mal wieder ein Haus bauen, was du dann sofort wieder zerstören wirst. Ja? Und wir machen einfach nur so einen Garten. Einen Garten. Ja, oder so. Ein Turm. Aber wir können natürlich auch einen Turm bauen. Das geht natürlich auch. Turm geht immer. Turm geht immer. Boah, Leute, ich bin so fertig. Ich sehne dem entgegen, sobald sie müde wird. Aber es ist noch zu früh. Ich bin sehr müde. Hallo, ich baue hier was. Hör auf, das kaputt zu machen. Das ist mein Spielzeug. Kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Julie! Ich mache alles kaputt. Das ist nur Spaß. Was ist euch klar? Nicht, dass jetzt hier die Hyperpädagogen wieder kommen und sagen, es ist normal, was sie hier macht, dass sie das greift und kaputt macht. Oh, manche Leute, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, es gibt hier ein paar YouTuber, die diese Kommentare-Kommentier-Videos machen. Da ich aber oft auf die Kommentare, die da kommen, antworte, wäre so ein Video so ein bisschen sinnlos. Aber ich würde das gerne ein bisschen lustig aufziehen. Weil ihr wisst sicher, es kommen super oft super hohle, super dumme, schwachsinnige Kommentare. Vielleicht kann ich da mal ein lustiges Video draus machen. Also so wie so eine kleine Parodie, so in der Art irgendwie. Könnt ihr mal unten mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Interesse dran habt. Das fände ich mir vielleicht mal ganz lustig. Also da kaputt. Zerstört. Ja, bau mal wieder auf, was du da zerstört hast. Ja, so macht man das auch. Wenn man was kaputt gemacht hat, muss man wieder heile machen. Ja. So, es ist jetzt 10 nach 1. Hat Julie jetzt zum Mittagsschlaf hingelegt. Und ich werde es ihr jetzt gleich tun. Ich werde mich jetzt auch ein bisschen hinlegen, weil ich bin auch ziemlich müde. Oh, jetzt sieht man es. Ich bin auch ziemlich müde und irgendwann im Laufe des Tages, vielleicht abends, kommt ein Freund von mir mich besuchen. Und ja, mal gucken, wie das dann gleich wird. Wir müssen nachher noch ein bisschen Bude machen, dann müssen wir nachher noch Mittag essen. Vielleicht gehen wir noch nach draußen, mal schauen. Hallo, so, wir haben jetzt 2:30. Ich habe irgendwie nicht geschlafen. Ich weiß nicht, trotzdem, ich so müde bin, konnte ich nicht einpennen. Eigentlich wollte ich Julie jetzt wecken, aber ich werde, glaube ich, eben die Windelwäsche aufhängen, bevor ich die wecke. Ich werde jetzt jeden Fall mal mein Mäuschen wecken gehen. Hallo, mein Baby. Oh. So, hier gibt es jetzt noch einen Rest von gestern vom Mittagessen. Bitte schön. Mama, das Pferdchen ist bereit. Ist sie gut da hinten? Wir gehen jetzt, glaube ich, kurz in die Stadt und dann, glaube ich, gleich nochmal auf den Spielplatz. Ich wollte mal bei Saturn die Legria mal angucken, wenn sie die da überhaupt haben. So, hallo, wir waren jetzt ein bisschen in der Stadt. Ich war jetzt in 3 verschiedenen Fotoläden, um zu gucken, ob sie da irgendwo die Legria zum Osttesten haben. Haben sie alle nicht, weil die wohl so out ist. Zu Recht eigentlich, aber sie ist so schön klein. Aber ich habe jetzt einen Flyer von einem Kameraverleih bekommen und da soll ich mal anfragen, weil da kann man die dann sich ausleihen für 20 Euro, kann die testen, kann sagen, ja, möchte ich mir später nochmal kaufen oder nicht. Das finde ich absolut in Ordnung. Ja, wir waren jetzt noch ein bisschen in der Stadt und Julie war extrem gechillt hinten in der Trage. So gechillt war sie da noch nie. Also ich glaube, hinten auf dem Rücken gefällt ihr das 1000-mal besser als vorne. Weil ich glaube, da kann sie einfach auch viel, viel besser sehen. Ja, wir gehen jetzt wieder nach Hause. Es ist jetzt 5:30. Ich gehe jetzt kurz nach Edeka was zu trinken holen. Und dann machen wir es gleich. Guckt euch mal hier das Chaos an. Ja, ihr wart das. Ihr. Nein, wart ihr gar nicht, ne? Das war Julie, ganz alleine. Du warst das nämlich.
Du warst das. Krümel. Wo hast du schon wieder den Schnuller her? Hast du gefunden, ne? Gib mir das. Brauchst du nicht. Sonst kannst du ja gar nicht singen. Telefoniert. Was ist das denn hier? Wir haben es jetzt kurz nach 7. Julie ist jetzt gerade zu Abend. Ich denke mal, die wird so gegen 8 ins Bett gehen. Und ich habe gerade überlegt, es macht eigentlich gar keinen Sinn, morgen wirklich zu filmen, weil ich habe morgen ein kurzes Auftragsshooting, was aber für euch nicht wirklich interessant ist, weil da nichts Wildes passiert. Und ansonsten ist morgen auch nicht viel geplant. Deswegen vermute ich mal, dass ich einfach nur heute filme, weil ich habe auch richtig viel gefilmt heute. Und ich denke, das reicht. Mein Schlafanzug anziehen. Mami. Mami heißt das. Mami. Einen coolen Schlafanzug hier. Du singst, ne? So, ne? Wie das Fähnchen auf dem Turme sich kann drehen bei Wind und Stürme. So sollen sich deine Händchen drehen. Lass es immer so lustig anzusehen. Wieder aus wie eine kleine Raupe, ne? So. So, haben es jetzt kurz vor 8, habe jetzt Julie gerade hingelegt. Ich vermute mal, dass sie so gegen 8:30, 9 wirklich einschläft. Im Moment hat es nicht so mit dem Einschlafen. Ich denke mal, weil es einfach auch noch so hell ist im Zimmer und weil es so, also die Wetterschwankungen in der letzten Zeit, die haben mir so ein bisschen zu schaffen gemacht. Braucht ein bisschen länger, bis sie runterkommt und so. Ich werde den Vlog jetzt hier beenden und werde mich jetzt direkt dran setzen und den schneiden, weil ich bekomme ja nachher noch Besuch, weil ich habe ja gesagt, morgen passiert halt nichts Spannendes und ich glaube, ich habe heute genug gefilmt, dass das für einen langen Vlog reicht. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!